Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager! Yay, wir spielen weiter. Wir haben hier wieder unsere coolen Schreine, die wirklich mega gut sind. Ich habe in der letzten Folge übrigens, ich bin da gar nicht drauf eingegangen, dass unser Schwert jetzt natürlich alles explodiert. Beziehungsweise war das unser Schwert, das alles explodieren gelassen hat, oder war das unsere Spitzhacke? Auf jeden Fall, wenn ich jetzt Sachen töte und ich glaube auch Sachen abbaue, genau, dann explodiert alles drumrum. Und das ist sehr schön, Leute, weil so kann man schneller farmen. Ich finde das richtig toll. In dieser Folge werden wir auf jeden Fall dem Dude hier sein Zeug geben. Und hoffentlich gibt er uns dann seinen coolen Zauberstab, mit dem er voll am Angeben ist. Wir haben hier noch unsere ganzen Reusen in der letzten Folge gebaut. In der Hoffnung, dass da eventuell Seetang drin ist. Bisher relativ viel Seetang auf jeden Fall drin. Das ist doch schon mal ganz schön. Denn dieses Seetang brauchen wir, um grünes Pigment oder allgemein Pigmente herzustellen. So, jetzt haben wir 50 Seetang. Damit können wir, glaube ich, 5 dieser Pigmente herstellen. Ja, 5. Wir brauchen aber dann noch 4. Also das kann noch ein bisschen dauern. Und ihr meintet zum locker dritten Mal oder so schon, dass ich ja gar nicht die Skelettmaske aufhaben muss. Beziehungsweise ich habe alles, was man freischaltet an Aussehen, ist immer freigeschalten. Also was man da freischaltet, die Verbesserungen, die sind immer da. Warte, haben wir hier vielleicht noch irgendwas Cooleres? Irgendeinen tollen... Oh, nee. Dann finde ich den Super Meat Boy tatsächlich bisher am besten. Guck mal, wie haben wir die Spaßvogelmütze bekommen. Das ist natürlich witzig. Aber da wir gerade die Zauberer-Mission hier machen, ist, glaube ich, so ein Zauberhut ganz cool, oder? Ach, hier haben wir so einen Pfeilköcher. Der sieht so blöd aus. Den finde ich echt blöd. Nee, wir nehmen den richtig schicken Rucksack hier. Wir haben so einen super schicken Rucksack. Oder so ein Paket. Oh, das Paket sieht auch nice aus, oder? Mit dem Zauberhut zusammen. So. das finde ich ganz nett. Aber irgendwie Flügel gehören schon noch dazu. Aber die sehen alle nicht so cool aus. Ich glaube, ich bleibe bei den Vampirflügeln. Die finde ich bisher am besten. So, so gefällt mir das. Dann fahren wir jetzt ein bisschen von dem grünen Pigment hier. Und dann ist alles cool. Was haben wir denn hier? Sammelwürdiger Ressourcen geben, doppelte Items. Finde ich immer gut. Diesmal werden wir die... Ausgraber! Lass sofort ein paar Grabungsstellen erscheinen. Oh! Hey, hat er hier jetzt alles ausgegraben? Oder kann man da tatsächlich graben? Und dann findet man da tolle Sachen. Ich weiß es nicht. Doppelte EP, wir sind Tufe irgendwas, 39 glaube ich. Gelehrte, weil man kann ja sowieso nicht doppelt hier annehmen. Und alle Gebäude sind doppelt so schnell, warum nicht? So, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt hier Sachen ausgraben. Ah, guck mal, hier ist überall Zeug, Leute. Überall kann man hier... Ach lol, das wusste ich gar nicht. Der Boden zeigt also an, wo er was hat, oder wie? Ach du Kacke, okay, jetzt ist hier natürlich richtig krass am Produzieren. Holy crap! Weil die Gebäude jetzt alle doppelt so schnell sind. Was ist hier los? Ach du Kacke. Die XP fließen einfach nur so zu uns hin. Ach du meine Güte. Zum Glück ist das nur 2 Minuten. Oh, das wird auf Dauer ja richtig nerven. Kann ich hier bitte alles ausgraben? Dankeschön. Okay, das hat sich ja mega gelohnt. Wir brauchen auch immer noch diese Motten. Das heißt, die werden wir auch die ganze Zeit auf jeden Fall holen. Die spawnen zum Glück momentan auch sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Das ist nämlich relativ laut hier gerade alles. So. Und zwar, wir hatten noch einige Sachen. Ach du Scheiße, was ist hier los? Hilfe! Ich konnte zumindest noch hier das... Ah, danke. Endlich mal ein bisschen ruhig. Endlich mal ein bisschen ruhig hier. Okay, ich kann das Kristallschwert herstellen. Das werde ich auch tun. Da hatte ich noch genug Zeug für. Für die Roboterschaufel brauchen wir halt diese Todesmotten. 8 Stück noch und ein Elektronik. Das kann ich mir, glaube ich, auch auf jeden Fall herstellen. Ich habe nämlich ein bisschen Plastik. Und ein Elektronik können wir auf jeden Fall herstellen. Und ich würde gerne, richtig gerne, mal mitbekommen, was so ein Droide kann. Dafür brauchen wir aber noch mehr Elektronik und Glasfaser. Wir könnten ein Glasfaser herstellen oder halt... Nee. Ja gut, dann machen wir ein Glasfaser. Und ich habe mir überlegt, bei dem Ding hier, weil da ja ein Mond ist, vielleicht muss man da einfach gegenhauen. Während des Nachts ist, ich glaube, jetzt ist nicht mehr Nacht. Aber das habe ich mir noch überlegt. Shit, ich glaube, ich bin eine Sekunde zu spät hierher gekommen. Weil die Musik gerade geändert ist. Ich glaube, wir sind jetzt am Tag dahin gegangen. Aber das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Das ist mir so eingefallen, während ich in meinem Bettchen lag und überlegt habe, was könnte dieses Rätsel sein? Und es ist ein Schwert und ein Mond. Von daher, was soll man da sonst anderes machen? Ein paar Fläschchen. Dieses Ding produziert auch ganz nett. Und ich glaube, ich konnte auch noch Handschuhe irgendwie herstellen. Genau. Handschuhe... Oder wenn wir ganz viele Glasfaser hätten, dann noch so einen anderen Beutel. Dieses Schwert kann auch Ressourcen angreifen. Oh, das ist nett. Da brauchen wir unsere Spitzhacke nicht mehr. Ja, nice. Ich glaube, ich gehe dann auf die Meisterhandschuhe, weil man damit schneller angreifen kann. Habe ich zwar kein Lavendel mehr, aber ist okay. Und wir können jetzt alles mit dem Schwert abbauen. Oh, das ist geil. Vor allem, alles explodiert ja. Egal, was wir angreifen, es wird jetzt abgebaut.
und explodiert. Und hier, guck, wir können sogar die Bäume jetzt angreifen. Oh, wir brauchen unsere Spitzhacke nicht mehr. Kann man die dann irgendwie aus dem Inventar wegnehmen? Weil dann ist die ja echt unnötig. Bam, 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 alles töten. Ach, so gefällt mir das. Wir sind auch gerade richtig schnell Level aufgestiegen, muss man einfach mal so sagen. Gut, schauen wir mal, was wir für tolle Skills haben. Ich glaube, ich gehe dann noch auf Physik, weil Kraftwerke klingt erstmal ganz toll. Ich bin gespannt, was das für Kraftwerke sind. Ob das jetzt solche Kohlekraftwerke sind oder, keine Ahnung, Stromproduzierer? I don't know. Wird garantiert unter Industrie sein, oder? Ja, hier, Kraftwerk. Elektronik und Glas. Okay, könnte man machen. Noch ein Elektronik. Können wir noch ein Elektronik herstellen? Ne, dafür brauchen wir wieder ganz viel Plastik. Wir können aber 12 Plastik herstellen. Das geht eigentlich. Meisterhandschuhe, Angriffstempo um 60% erhöht. Gut, dann lassen wir hier ein bisschen Plastik herstellen. Das brauchen wir sowieso immer wieder. Und wir sollten eventuell auch nochmal eine zweite Bohrinsel hier irgendwo hinbauen. So ein Küstenbohrer. So viel kostet der auch gar nicht. Das brauchen wir nur eine geeignete Stelle dafür. Hier wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Einfach bei der Madame hier. Jetzt sollte aber passen, oder? Das ist so behindert, die Sachen da abzubauen. Okay, es passt. Sehr schön. Dann können wir da auch nochmal diese Gläser reintun. Und dann haben wir zumindest zwei Ölproduzenten. Die brauchen aber echt viel Platz, diese Dinger. Und machen sehr, sehr langsam irgendwie ihr Öl. Aber wir brauchen es halt gerade für Plastik. Was willst du tun, wenn du kein Plastik hast? Ist halt so. So, das nächste Schwert ist sehr, sehr teuer. Der nächste Bogen auch. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch diese Todesmond. Und es ist dunkel. Jetzt möchte ich das nochmal kurz mit dem Teil hier ausprobieren. Warte, wo ist er? Hier, einmal gegenhauen. Das ist es tatsächlich, oder was? Oh mein Gott, okay. Cool. Habe ich mal ein Rätsel selber gelöst. Das finde ich richtig gut. Einfach nur mit dem Schwert gegenschlagen. Oh Gott, aber in der Nacht halt. Gut, was haben wir hier? Wieder eine Kugel der Bewährung. Da meinte die Nicole auch, ich soll die aufbewahren für die letzten Level. Ich habe bei Zombie leider schon gesehen, weil er in seinem Thumbnail das halt so gemacht hat, dass das maximale Level 65 ist. Ja, hätte man sich auch denken können, wenn man halt hier in die Skills reinguckt. Achso, das steht da ja auch. Es gibt 64 Skills, also ist das maximale Level 65. Das macht Sinn. Aber da habe ich mich ein bisschen spoilern lassen von Zombies Thumbnail. Eigentlich lasse ich mich nicht spoilern. Also sehr ungern auf jeden Fall. Ich gucke keine anderen Videos zu Forager, damit ich alles selber rausfinden kann und bla 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 und meine eigenen Erfahrungen machen kann. Und ja, vielleicht bin ich dadurch ein bisschen langsamer als andere. Aber so habe ich, glaube ich, mehr Spaß, weil ich bin ein Dude, der recht schnell die Lust an Spielen verliert. Und wenn ich dann noch gespoilert werde, was man alles machen kann und so, dann ist die Chance hoch, dass ich ein Spiel irgendwann nicht mehr anpacke, beziehungsweise sehr schnell nicht mehr anpacke. Und das möchte ich verhindern. Und deswegen gucke ich mir dann zu Spielen, die ich selber spiele, keine Videos an. Tatsächlich. Jetzt komme ich da wieder an die Ecke nicht ran. Oh, dieses System mit Controller ist irgendwie blöd, dass man da nicht so richtig gut sagen kann, wo man überhaupt anvisieren möchte. Ich drücke nach unten links, aber er kommt da einfach nicht hin. Nimm das jetzt! Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben relativ viel Geld mit 10.000. Insel kaufen, würde ich sagen. Auch wieder hier unten, weil ich gerade diese... Oh, noch so eine Farming-Insel. Weil ich gerade diese Motten brauche. Und da auch noch links. Guck mal, da haben wir noch einen Questgeber. Überall Questgeber hier, wow. Okay, hallo, nette Insel. Ist hier vielleicht so eine Motte? Nee, aber wir haben zumindest einen Ort mehr, wo Motten sein können. Das war schon mal ganz schön. Packen wir hier auch nochmal einen Bergbaulaser hin. Da so. Und eventuell auch noch einen Steinbruch. Los, mach weg den Kack hier. Hier muss ein Steinbruch hin. Mann, alles muss man hier selber machen. Oh, guck mal, Leute, da ist was auf dem Boden. Das gehört locker zu dem anderen Rätsel da. Ich baue hier trotzdem einen Steinbruch hin. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt haben wir schon die rechte Seite und die untere Seite. Ah, dann glaube ich, weil das hier auf der, auf dem Wüstenboden hier ist, hier dieses Rätsel, und das hier diese Höllenebene ist und das aber unten ist mit diesem Code, dann denke ich mal, auf der linken Seite oder in jedem Biom, das es so gibt, wird es so ein Strichcode sein. Was genau man dann da, also wo man das eingeben muss, noch gar kein Plan. Kommt bestimmt auch noch irgendwann. Und hier sind nochmal diese Dinger, die man runterdrücken muss. Aber die kann man ja einfach alle so runterdrücken. Muss man die einfach so runterdrücken oder muss das irgendwie in einer speziellen Reihenfolge? Das war schon... Ach, das ist der Code!
Davon habe ich gerade geredet, Leute. Das ist, glaube ich, die Reihenfolge. Wir haben hier 4, 5, 11. Wenn hier oben jetzt auch nicht 4, 5, 11 ist. Nee, 3, 7, 2. Okay, dann ist das der Code, in welcher Reihenfolge man die Dinger hier runterdrücken muss. Ah, okay, verstanden. Okay, finde ich sehr schön. Hab ich kapiert. Okay, also das Rätsel hätten wir dann auch gelöst, mehr oder weniger. Wir brauchen nur noch die anderen Inseln, wo dann halt die Codes draufstehen. Und dann passt das schon. So, was bist du für ein Dude? Hallo. Oh, diese Skelette wären für ein Riesenproblem. Es wäre toll, wenn du sie beseitigen könntest. Bring mir 100 Knochen und ich werde dich belohnen. 100 Knochen haben wir locker, ja, wir haben 1700. Hier, bitteschön. Oh, du hast es geschafft. Oh, ich habe nur bis zum Schluss an dir gezweifelt. Ach, nur bis zum Schluss, na dann. Hier ist deine Belohnung. Gib dem Goblin, nee, hilf dem Goblin. Hier, danke, was hast du für mich? Einen Schlüssel, ein Schädelschlüssel, öffnet alle Schatztruhen kostenlos. What? Okay, unnötig. Schlüssel kosten doch gar nicht so viel, aber trotzdem danke. Hast du noch eine Quest für mich? Oh, ich bin froh, keine Kartoffel zu sein. Ach ja, immer diese Kartoffeln. I know that feeling. Als Deutscher muss ich das wissen. Ich bin auch froh, keine Kartoffel zu sein. So, hier haben wir noch so einen komischen Schrein. Halsfällerobelisk. Erhalte Bonus-OP bei Fällen von Bäumen. Toll. Der ist blöd. Und du siehst wirklich komisch aus. Okay, danke. Ich hab dich auch lieb. Okay, das heißt, diese Insel ist jetzt auch unnötig. Hier haben wir aber noch einen Code. Leute, wir kommen dem Code immer näher. Fehlt nur noch oben der Code und dann sind wir hier fertig. Und ich würde einfach mal sagen, wir bauen hier auch noch mal einen Steinbruch hin. Haben sogar genug Geld dafür. Ja, Steinbruch. Und dann kommt da natürlich noch ein Bergbaulaser hin. Zack. Geil, so gefällt mir das. Hallo, lass mich hier durch. Toll, so eine blöde Quest. Meine Güte. Okay, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall auch noch mehr von diesen Öfen, deswegen ich packe hier einfach mal ein paar hin. Wenn ihr übrigens gefragt habt, warum gestern kein Video kam, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja einige unter euch, die ab und zu mal warten, weiß ich ja nicht. Das lag daran, oh, die waren jetzt doof gebaut, dass ich, ach, dafür brauchen wir doch noch die Spitzhacke, dass ich gestern den ganzen Tag eine Mathe-Klausur, beziehungsweise so eine Abgabeklausur machen musste. Hat wirklich mega lang gedauert, hab da voll viel Zeit reingesteckt und ich glaube, ich habe sehr viel falsch gemacht. Und danach war ich einfach nur richtig kaputt und habe gestern wirklich gar nichts mehr gemacht danach. Und ja, das ist meine Ausrede dafür, dass gestern kein Video kam. Leute, und was ist eure Ausrede? Ja, ich versuche ja irgendwie immer jeden Tag ein Video zu machen und die sind meistens ja irgendwie sehr tagesaktuell. Warum auch immer, ich mag das irgendwie tagesaktuell. Und ja, gestern ging das mal nicht. Sorry dafür. Und den Tag davor war das auch schon komisch. Da ist das Video auch schon um 1 Uhr morgens oder so gekommen. Und trotzdem haben sich das Leute angeguckt. Leute, was ist mit euch los? Mitten in der Woche, einfach um 1 Uhr morgens, guckt ihr meine Videos. What's wrong with you, hä? Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schön viele Öfen. Da können wir doch zumindest schon mal mindestens doppelt so schnell alle Sachen herstellen. Weil irgendwie 10 Öfen lang noch nicht. Man braucht mindestens 80. Königsstahl. Ich weiß nicht, ob ich so viel Königsstahl überhaupt herstellen soll, weil ich dadurch die ganzen Rubine und sowas nicht mehr habe. Das ist immer so die blöde Sache dabei. So, aber ich glaube, wir konnten hier noch irgendwas herstellen, ne? So einen Druiden könnten wir machen, wenn wir noch eine zweite Glasfaser haben. Na komm, lass mal einfach noch eine Glasfaser herstellen. Ich glaube, das dauert wieder ein bisschen. Hier können wir auch wieder Geld abholen. Haben wir eigentlich noch eine Stufe gehabt? Nee, kein Skillpunkt. Wir hätten natürlich noch diese Bewährungsdinger, 3 Stück. Aber ihr meintet, ich soll die später einsetzen. Und die Nicole meinte auch noch hier diese Schriftrolle des Weisen soll auch noch ganz cool sein. Ich glaube, die könnte eventuell XP geben, aber ich weiß es nicht. Ich setze sie einfach mal ein. Ja, okay, die gibt eine XP. Dann können wir die einfach zweimal einsetzen. Ich weiß nicht, wie viel. Anscheinend nicht so viel. Aber ich glaube, die hat uns XP gegeben. Okay, what do we have here for another skill? Wir haben noch gar nicht nachgeguckt, was das Kraftwerk macht, oder? Ah, ich habe einfach das Kraftwerk geholt und habe nicht nachgeguckt. Ich bin immer total verplant irgendwie. Dann lass einfach mal Frostschlag holen, oder? Weil da steht, schaltet Kristalle der Bewährung frei. Wenn man die dann selber einfach herstellen könnte, das wäre mega krass. Bin gespannt, was genau das macht. Das Ding braucht leider noch. Und dann lass jetzt erstmal nachgucken, was überhaupt dieses Kraftwerk macht. Ach, dafür brauchten wir auch Elektronik. Ah, deswegen. Elektronik. Aber Elektronik wollte ich jetzt erstmal aufbewahren für meine Droiden hier. Ich meine, ich kann noch 2 Elektronik herstellen. Wie viel kostet denn noch so eine Fabrik? Gar nicht mal so viel. Kann man machen. Setzen wir einfach noch eine Fabrik hin. Einfach da. Ja, warum nicht?
So, dann können wir nämlich bei einem einfach ein bisschen Elektronik herstellen. Plastik brauchen wir. Wir brauchen zwei Plastik für den Droiden. Okay, dann stellen wir hier einfach Plastik her. Warten kurz, dass der hier fertig wird. Das dauert ja nicht mehr so lange. So, Glasfaser ist fertig. Dann stellen wir jetzt so einen Droiden her. Ich bin sehr gespannt, was so ein Droide macht. Also ich habe gehört, dass Droiden um einen rumfliegen und Sachen machen. Aber ich habe eben auch gelesen bei der Fabrik, dass so ein Droide ein Konsum-Item ist. Jetzt frage ich mich halt, was genau da so konsumiert wird. Ich könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Elektronik herstellen. Und ich würde sagen, wir kaufen uns dann noch eine neue Insel. Ich glaube, mit 7000 sollte das gehen. Also diese ganz teuren hier nicht. Oder haben wir nur noch die äußeren? Hier oben hätten wir noch eine, so eine Eisinsel. Oder hier so eine günstige. Hier unten sind wir wirklich schon relativ weit. Was haben wir da? Das sieht aus wie ein neuer Dungeon. Wir warten erstmal nochmal kurz auf den Droiden hier. Hey, Roboterhaft, aktiviere einen Droiden. Folgt er uns jetzt? Ah ja, guck mal, jetzt haben wir hier so einen, wie heißt der? Der hat einen Namen. Krasylfs und der schießt Sachen. Was? What? Oh, schießt. Warte, was? What? Da war ein Stein, oder? Was macht der? Hallo, was machst du? Lol, der nimmt hier alles automatisch. Was ist das denn für ein OPs Ding? Guck mal, der holt sich hier die ganzen Dinger. Die ganzen Eier raus. Lol. Was? Ich will noch mehr Droiden. Die sind ja mega gut. Kann man davon noch mehr herstellen? Glasfaser und Elektronik braucht man dafür nur. Ja, Sigi, der ist ja richtig cool. Gib mir einfach so einen coolen Droiden. Oh, hätte ich den mal früher gehabt. Guck mal, der geht vor allem voll weit, um alles Mögliche zu machen. Was ist das für ein cooler Dude? Ich mag ihn. Greift der auch an? Der schießt auf jeden Fall Sachen ab und sammelt alles auf und so. Ich muss ja gar nichts mehr machen. Ich muss ja einfach nur noch rumlaufen. Lol. Jetzt, ich frage mich aber auch, ob er Leute... Ja, er tötet auch Menschen. Holy crap. Okay, wir haben ja auf jeden Fall nochmal so ein Ding. Aber es waren doch noch keine 45 Minuten um. Ich glaube, diese 45 Minuten sind keine echte Zeit. Aber okay. Wirklich doppelt so schnell finde ich nicht so geil. Finde ich beides nicht so geil. Gut, doppelt so schnell sein. Was haben wir noch? Kolonist. Kolonist müsste eigentlich sein, dass Inseln günstiger sind und nicht Gebäude. Aber okay. Industrielle, alle Gebäude sind doppelt so schnell. Das fand ich vorhin schon mega gut. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und Sammelwütiger, why not? Ja, alles töten. Wupp, wupp. Ach, das gefällt mir richtig gut. So kann man richtig schnell leveln. Mit diesen komischen Schreien. Und vor allem jetzt haben wir den Schrein und diesen Droiden. Der sammelt einfach alles für uns ein und macht alles einfach. Ach du Kacke, das ist ja die perfekte Kombo. Das ist die Der macht das alles hier automatisch. Der nimmt die Reusen alle automatisch raus. Apropos Reusen, Leute. Ihr meintet auch noch, ich soll in jedem Gebiet, das es so gibt, auf jeden Fall Reusen hinbauen. Weil anscheinend jedes Gebiet andere Fische hat. Und diese Fische braucht man für die Abenteuergilde später. Ach du Kacke, was geht hier ab? Das ist doch einfach viel zu krass. Boah, jetzt bin ich schnell und alles ist cool und alles wird automatisch eingesammelt. Komm mit, mein kleiner Droid. Ja, ich hab dich auch lieb. Lol, ey. Ohne Witz, man muss wirklich gar nichts mehr machen. Ich glaube, so sind wir sehr, sehr schnell am Ende irgendwann. Oh, ist schon vorbei? Nix mehr doppelt produzieren hier? Schade. Oh mein Gott, okay, das war heftig. Muss ich ja einfach so sagen. Haben wir vielleicht noch irgendeine coole Schriftrolle? Wir haben diese Kaputtmacht-Schriftrollen. Haben wir... Warte, wir haben doch bestimmt jetzt richtig viel von dem Seetang bekommen. Na, wir brauchen noch 4 Seetang. Das kriegen wir wohl noch irgendwie hin. 4 Seetang? Aber ein paar Gegner töten? Hier, mein kleiner Droid, hol die ganzen Reusen raus. Oh, die sind gar nicht da. 9 Seetang? 1 Seetang fehlt noch? Dann könnten wir zumindest die eine Quest noch abgeben. Das möchte ich zumindest in dieser Folge irgendwie noch schaffen. Oh, gib mir doch einen Seetag. Irgendwo müssen ja doch Gegner sein. Da, du gehst für Seetag, bitte. Das war kein Seetag. Ah, Gegner, Sport. Oh nein, jetzt bin ich auch langsam. Hey, jetzt hätte ich das schon gerne nochmal. Guck mal, da ist sogar so viel Zeug drin. Ach so, weil wir auch so einen Schrein aktiviert hatten, ne? Okay, 15 Seetag, sehr schön. Damit können wir auf jeden Fall die eine Quest abgeben. So, hier dann noch so ein Pigmentding herstellen. Sollte auch nicht so lange dauern. Nee, geht sehr, sehr schnell. Wir können abgeben. Hi, ich habe deinen Seetag. Oh, nur noch eine Sammelquest für dich. Danach kannst du mein super tolles Magiezepter haben. Oh, danke. Oh, noch mehr von diesen, die mich aufleveln. Blub. Die geben, ja, so 6000 bis 7000 XP jedes Mal. Ist nicht schlecht. Was willst du denn jetzt? Okay. Hä? Hier kommt sie, die große Quest. Wieso wobbelt das immer hin und her? Gab's ein Update? Welche Schrift findet ihr schöner? Die?
Oder die? Ich finde die schöner. Na, obwohl, so gut kann man die nicht, so richtig toll kann man die nicht lesen. Und dafür, da ist keine Set mit drin. Ich glaube, im Englischen könnte das sein, dass die andere drin ist oder so, keine Ahnung. Er ist verwirrt. Finden ein paar Kristalle, das war's. Ich brauche sie natürlich für magische Dinge. Okay, ich hab sehr viele von den Dingern. Du hast es geschafft, Glückwunsch. Irgendwie ist diese andere Schrift aber auch sehr kaputt. Oh, hast mir dein super tolles Magiezepter verdient. Wie, er gibt uns das wirklich? Ich hätte mir die Sachen auch selbst... Was? Klar können. Dieses Zepter ist wertvoller als der ganze Müll. Okay, hier hast du es. Danke, ist da wirklich das Zepter drin? Tatsache. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er wird einfach verschwinden und mich auslachen und dann zum bösen Zauberer werden und keine Ahnung. Deine Stäbe haben unendlich Energie. Das heißt, wir können jetzt hier die ganze Zeit... Nee, sterbt alle! Die ganze Zeit einfach der Imperator hier werden. Macht zwar kein Damage, aber ist okay. Danke, kleiner Zauberer. Ist dein Haus größer geworden? Nö. Lol, aber hier kann man sich auch immer ein paar XP noch abholen. Ach ja, 8000 XP steht da ja sogar. Kriegt man dafür einfach mega gut. Ich schenke Leuten gerne auf Sammelquests. Nee, schicke Leute gerne auf Sammelquests. Das nervt ein bisschen, dass jetzt sein Text immer so komisch ist. Ja gut, okay, eine Quest zumindest abgeschlossen. Das ist doch schön. Ich würde sagen, wir gucken uns dann aber den Dungeon in der nächsten Folge an. Das war jetzt hier wieder mehr eine Sammelquest als alles andere. Wir haben auf jeden Fall einen Druiden bekommen. Können wir eigentlich noch einen Druiden herstellen? Hallo, ich hätte gerne noch einen Druiden. Dafür brauchen wir Glasfaser und Elektronik. Aber so fahren wir auf jeden Fall gerade ultra schnell. Also mit diesen Druiden, der hier alles für uns einsammelt und sowas, da könnte ich dann ja tatsächlich irgendwann mal ein goldenes Ei rausbekommen oder so. Und vor allem, man kriegt jetzt auch die ganze Zeit Fasern. Das hat mich nämlich auch schon genervt gehabt, dass ich immer die Schafe scheren muss, damit ich die ganzen Wolle bekomme für die Fäden. Die haben nämlich auch immer gefehlt. Apropos Fäden. Ein paar Fäden können wir ja mal hier herstellen. Aber jetzt macht der das einfach alles für mich. Und vor allem diese Reusen, dass er da so gut hilft. Hier, kommt doch mal her, mein kleiner Rui. Guckt euch das an. Er holt sich das einfach alles. Und er sammelt das, glaube ich, auch ein. Nee, oder doch? Doch, er sammelt es auch ein. Also der ist schon cool. Warte, kann der Level aufsteigen? Nee, ich dachte gerade, er wäre Level 5 oder sowas. Das wäre auch noch richtig witzig gewesen. Na gut, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns dann, wie gesagt, diesen Dungeon hier an. Oder ist das nur ein Rätsel? Ist wahrscheinlich nur ein Rätsel, ist gar kein Dungeon. Und ja, dann würde ich sagen, lol, achso, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Roboterschaufel können wir uns auch relativ schnell noch herstellen, wenn wir diese Motten hier noch irgendwie finden. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.